Wie sind die Arbeitszeiten für ein Au-pair in Dänemark? Wie hoch ist das Gehalt eines Au-pairs? Und sollten Au-pair und Gastfamilie einen Vertrag abschließen? Das alles erfährst du in diesem Video. Hi, ich bin's wieder. Willkommen zurück bei Au-pair World. In diesem Video erkläre ich dir alle Rahmenbedingungen für einen Au-pair-Aufenthalt in Dänemark. Vor diesem Video habe ich dir schon einmal die Voraussetzungen und die Einreisebedingungen erklärt. Die Links zu diesen Videos findest du auch einmal unten in der Infobox. Wir starten als erstes direkt mit dem Au-pair-Vertrag. Es gibt einen offiziellen Au-pair-Vertrag in Dänemark. Er ist Teil des Antrags für die Aufenthaltsgenehmigung. Der Au-pair-Vertrag kann für maximal 12 Monate abgeschlossen werden. Ich verlinke dir hier ein Video, in dem ich darüber rede, was alles in einen Au-pair-Vertrag rein muss. Au-pairs in Dänemark erhalten eine Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr. Diese kann jedoch auch nicht länger als für die im Vertrag angegebene Dauer ausgestellt werden. In Ausnahmefällen kann die Aufenthaltsgenehmigung bis zu 24 Monaten verlängert werden. Zu den Hauptaufgaben eines Au-pairs gehören in Dänemark natürlich in erster Linie, genauso wie in allen anderen Ländern auch, die Kinderbetreuung. Nebenbei hilft das Au-pair aber auch natürlich etwas im Haushalt mit. Ganz wichtig, du solltest das vorher mit deiner Gastfamilie besprechen. Das Taschengeld für Au-pairs in Dänemark beträgt 4.550 dänische Kronen. Auch im Krankheitsfall oder während des Urlaubs bekommt das Au-pair also sein Taschengeld ausgezahlt. Ein Au-pair muss aber auf sein Taschengeld auch Steuern zahlen. Dafür muss er sich eine Steuerkarte bei einer öffentlichen Steuerbehörde beantragen. Das Au-pair erhält freie Kost und eine Unterkunft. Es nimmt an den gemeinsamen Mahlzeiten der Familie teil und erhält ein angemessenes eigenes Zimmer im Haus der Familie. Au-pairs in Dänemark arbeiten 18 bis 30 Stunden pro Woche. Das entspricht dann 3 bis 5 Stunden maximal am Tag. Dem Au-pair stehen pro Woche 1,5 freie Tage zu. Außerdem hat das Au-pair auch das Recht, sich an den offiziellen dänischen Feiertagen frei nehmen zu können. Darüber hinaus muss das Au-pair auch die Gelegenheit haben, seine Religion ausüben zu können und zum Beispiel an Gottesdiensten teilnehmen zu können. Au-pairs in Dänemark haben einen Anspruch auf 2,5 freie Tage im Monat, wenn sie 6 Tage die Woche arbeiten. Wenn Sie aber nur 5 Tage die Woche arbeiten, dann haben Sie einen Anspruch auf 2,08 freie Tage im Monat. Wenn ein Au-pair-Aufenthalt endet, muss die Gastfamilie dem Au-pair die Tage bezahlen, die es sich nicht freigenommen hat, wenn es noch Tage übrig gibt dann. Der Sprachkurs. Das Au-pair muss genügend Freizeit haben, um an einem Sprachkurs teilnehmen zu können. Gastfamilien müssen eine einmalige Zahlung in Höhe von 18.000 dänische Kronen zahlen, um einen Teil der Ausgaben für den Sprachkurs schon zu decken. Wenn das Au-pair krank ist, muss sich die Gastfamilie natürlich weiterhin um Mahlzeiten und Unterkunft kümmern, bis das Au-pair wieder gesund ist und seinen normalen Aufgaben weitermachen kann. Die Gastfamilie ist auch verpflichtet, für das Au-pair eine Krankenversicherung abzuschließen. Das können Sie im örtlichen Bürgerservice tun. Das Au-pair erhält dann eine sogenannte CPR-Nummer und eine Gesundheitskarte. Die Reisekosten. Wenn das Au-pair aus einem Nicht-EU-Land kommt, dann übernimmt die Gastfamilie die Rückreisekosten des Au-pairs. Hier gibt es jedoch auch noch weitere wichtige Regeln zu beachten. Die kannst du auch gerne einmal hier oben nachlesen. Wenn du willst, kannst du all diese Informationen in diesem Video auch nochmal schriftlich nachlesen. Dazu gibt es nämlich eine eigene Seite auf unserer Website. Die verlinke ich dir auch einmal hier oben. Wenn du jetzt dieses und auch die zwei vorherigen Videos zum Thema Au-pair in Dänemark gesehen hast, dann müsstest du jetzt wirklich alle wichtigen Sachen wissen, damit du Au-pair in Dänemark werden kannst. Wenn dir diese Videos gefallen und geholfen haben, würde ich mich wirklich sehr auch über einen Daumen nach oben freuen und auch, wenn du unseren Kanal abonnierst. Wenn etwas noch unbeantwortet ist oder du noch Fragen hast, dann gerne ab damit in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!